Hi, grüß euch zur neuen Folge von Let's Barbecue & Grill. Jetzt unter meinem Dach. Heute wird's deftig. Und was gibt? Gleich noch ein Intro. Also, bleibt's dran. So, dann schauen wir uns mal die Zutaten an. Die sind unten am Tisch. Schauen wir uns das einmal an. So, da sind meine Zutaten. Dann legen wir mal los. Da ist der Hauptdarsteller. 2,5 Kilogramm Schweinenacken. Bei uns in Österreich sagt man Stopf. Dann habe ich da herüben 4 Spitzpaprika, 2 gelbe, 2 rote, 100 Gramm Blattspinat, da habe ich dann eine Pfanne, dann habe ich da 2 Gemüsezwiebeln in Ringe geschnitten, einen Küchengarn brauche ich, einen Honig brauche ich, ein bisschen Balsamico-Essig, da habe ich ein bisschen Knoblauch, das sind 2 Zehen. Da habe ich ein bisschen Öl zum Anbraten. Das Fleisch würze ich dann mit einem Pfeffer, schwarzes Gold, mit einem Knoblauchgranulat, mit einem Gewürzsalz, ein bisschen Zwiebelgranulat, ein bisschen einen scharfen Paprika und einen Koriander. Da mischen wir uns dann was zusammen und dann tun wir damit das Fleisch einreiben. Jetzt fangen wir an, dass wir die Paprika am Grill anrösten, die Zwiebel in der Pfanne ordentlich schwitzen lassen und dann im Blattspinat machen. Das machen wir mal, dann sehen wir uns beim Grill. So, dann lassen wir mal den Paprika anrösten. Die lasse ich da ein wenig anrösten und dann schauen wir dabei zur Pfanne um. Da kommt jetzt ein wenig Öl rein, da man nicht sparen. So, ich hoffe, dass es schon ein wenig warm ist. Ich will es eh nicht anbraten, ich will es ein wenig schmoren. So, mir genügt das einmal so, weil die kommen ja eh dann noch ins Fleisch rein. Da kommt jetzt ein bisschen Balsamico-Essig. Und ein bisschen Honig. Lass von ein wenig einreduzieren. So, da, das genügt. Das kommen wir jetzt einmal raus da. Da kommt wieder ein bisschen Öl rein. Und da werden wir den Spinat ein bisschen anrösten. So, da kommt der Spinat rein. Dann warten wir, bis er zusammenfällt, dann sehen wir uns wieder. So, und jetzt kommt der Knoblauch dann dazu. Dann rösten wir damit an. Dann wird das auch mal beiseite geschnitten. So, da sind die Paprika fertig. Die Haut lasse ich oben. Jetzt werden die Paprika einfach in Streifen geschnitten. Das mache ich einmal. Schaut her, schneide ich einfach so in Streifen. Das mache ich jetzt mit Ole, dann sehen wir uns wieder. So, jetzt kommen wir zum Fleisch. Das möchte ich da längs noch einschneiden. Das probiere ich jetzt einmal. Ich hoffe, dass mein Messer scharf genug ist. Nicht durchschneiden. Schaut her mal. Da schneiden wir ein. Ich müsste ein bisschen nacharbeiten. Ich
So, da dreht es mal noch. Muss man gut aufpassen. Sieht man das? Eingeschnitten und da eingeschnitten. So sieht man es besser. Schaut einmal, da habe ich versucht, dass ich einschneide und nicht durchschneide. Und den werden wir jetzt füllen. So, ziehen wir uns das alles ein bisschen auseinander. Dann nehme ich da ein paar Zwiebel. Dann ein bisschen Spinat. Dann ein bisschen Paprika. Ein bisschen Gurken. Das mache ich einmal und dann sehen wir uns wieder. Sehen wir, so schaut es aus. Das ist überblieben, aber das ist ja einfach so einmal. So, jetzt wisst ihr, warum ich Küchengarn habe. Da versuche ich das jetzt da zum Zusammenlegen. Da alles Scheiben zusammen. Einstopfen da. So, das ist ein bisschen schwierig, aber das geht schon. Natürlich habe ich die Fäden zu kurz abgeschnitten. Die Fliegen sind lästig, aber probiert es das einmal, macht halt die Fäden ein wenig länger, nicht so kurz wie, aber das wird schon. Schaut einmal. So, da. Gleich haben wir es. Dummi wickeln. Und jetzt probieren wir einen Knopf. Zwar ein wenig umbotzen, aber es zahlt sich aus. So, erster Faden ist gemacht. Das mache ich jetzt einmal mit Ole und dann sehen wir uns wieder. So schaut es aus. Und jetzt machen wir uns mal den Wrap dazu. Da haben wir den mal auf Seiten. Da habe ich jetzt eine Schüssel. Da nehme ich ein bisschen Salz. Das sind 2 Esslöffel. Knoblauch brauche ich auch nicht sparen. Knoblauch 1 Esslöffel. Zwiebelgranulat kommt auch 1 Esslöffel. Dann kommt ein bisschen Pfeffer. Das ist ein Teelöffel von dem scharfen Paprikapulver. Kommt ungefähr 1 Teelöffel und 1 Teelöffel Koriander. So schaut das aus. Kommt jetzt wieder mein Fleischzucker. Da ist jetzt mein Fleischbackerl, mein dreckigen Händ, aber das macht nichts, die wasche ich mir. Da ist jetzt das Fleischbackerl und das kommt jetzt auf den Smoker. So, da, mein Pelletsmoker hat 176 Grad, räuchern tue ich mit Hickoryholz. Jetzt stellen wir da rein. Den lassen wir jetzt ca. 1,5 bis 2 Stunden da drinnen, aber zwischendurch schauen wir mal nach. Fertig. 75 Grad Kerntemperatur, 2 Stunden gedauert. Schauen wir mal, ob ich den so rausheben kann. Schaut euch das an. Da rinnt der Saft raus, blubbert, riecht herrlich. Und da schneiden wir jetzt einmal rein. Hoffentlich verbrenne ich mich nicht. Richtige Krusten außen. Das
Schaut sich das an. Riecht herrlich. Schmeckt herrlich. Und da schneide ich mir so Scheiben runter. Schauen wir mal. Schaut das nicht gut aus? Mm. Jetzt kommen wir den Saft an. Da muss ich gleich mal kosten. Auf euch! Boah. Also habe ich nicht gedacht, dass das so gut wird. Probiert es einmal aus. Schmeckt herrlich. Gemüse versteckt, aber es macht alles voll saftig. Ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal da oder da. Ich würde mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue and Grill und tschüss.